Hallöchen und damit recht herzlich willkommen zu einem etwas. Hä? Also wir sind hier direkt im Hallöchen, Pummelchen, damit recht herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal. Okay, das geht auf. Ich habe gerade angefangen. Dann hat er wahrscheinlicherweise den Baurat hier. Du kannst ja in der Umgebung nicht machen, wie es aussieht. Okay. Das ist natürlich doof. Müssen wir bei Zeiten ändern. Aber jetzt erstmal Wurst. Bitte, die Möbel auf den Sack. Dann stelle ich jetzt die Truhe. Ah, das ist komisch. Schlamm, okay. Okay. Hier kann ich auch rein, dann ist gleich mal im Bett. Weil ganz ehrlich, das ist gut. Okay. Wenigstens was. Nach dem enttäuschenden ja, auf jeden Fall nochmal recht herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Nach einer ganzen Weile, wo ich nichts gemacht habe. Ach, wetten, dass der schon gespielt hat? Ich bin hier. Weil mein Bruder hat ja den Server hier erstellt und wollten wir einfach mal eine Runde spielen wieder, weil wir ewig nicht gespielt haben. Da hat er den Server erstellt. Da hat er bestimmt schon eine Runde selber losgespielt. Aber da hätte es ihm doch auffallen müssen. Das hier getan nicht funktioniert. Und was ist jetzt für ein funktionales Gebäude? So, wir haben uns zwei Betten gemacht. Das selten Fleisch. Das ist scheiße, dass ich jetzt so an Truhen hier ran. Ich bin mir verschnuppt. Das ist scheiße, klingt, ist leider. Aber jetzt ja Ewigkeiten hier aufgenommen. Ist ja auch relativ großes Dorf. Hier haben wir auch noch ein Gebäude. Sind wir direkt in so einem Wüstendorf, muss ich sagen. Das ist schon mal cool. Aber blöd, dass wir halt nicht ankommen. So. Aber bestimmt noch eine Truhe. Sollten uns etwas Holz abbauen, vielleicht so ein bisschen Zeug.
Ort, also. Das ist gut. Also jetzt haben die noch nicht hier drinne. Ich schon mal gespielt. Wo ist eine Truhe drin gewesen? Das war schon. So, schauen wir mal hier drüben. Ja, schon. Selber, alles gut. Hier ist nichts drin. Ich darf nicht so viel Betten mitnehmen. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder her und spitzen ein Wohnung. Nehmen wir ein paar Themen mit. Futterbusch. Also, cool, nehmen wir mit. Brauchen wir es jetzt immer geworfen. Schon noch nie gesehen. Oh, safe schon. Da hat er schon gespielt. Safe. Ja, dass die Truhen leer sind. Felder abgeerntet. Sich ändern die Setzlinge alle mitgenommen. Das Server ist auch schon seit einer Woche aktiv und haben noch nicht gemacht drauf. Imposant aus. Wir sind so aber mal ein Bild. Dann wollen sie das mal willst, das ist wohl etwas wichtig. Hier ist alles kehrisches Pilz, ne? Das ist wo. Ja, ich. Da hast du nicht daraus ein Set. Oh. Manko Keimling. Schön. Das freut mich doch. Das ist also Mangrovenholz sozusagen. Was du sowieso nicht verwenden kannst, mal gucken, was hier hinten nach. Das hören wir mal auch schon. Ah, da war schon. Ich weiß nicht, wozu man den Schlamm braucht. Kann man bestimmt für irgendwas verwenden, keine Ahnung. Das ist erstmal Bäumchen suchen. So. Da oben ist ein hoher Punkt, da gehen wir dort gucken. Ah, okay. Das ist also so ein Mangrovensetzling, den wir gerade abgeklöpfelt haben. Ach so. Ende. Ja. Das kleine Niesen wie Vieh. Oder auch ne, drin sind Biene. Da drüben ist. Der Mensch könnte man gleich da drüber marschieren. Aber wir brauchen ja Holz. Weil das ist mal ein Kronenzeug. Ich weiß nicht, ob man das verwenden kann. Hier sehe ich erstmal nicht. Ah, die. Weiß, drei Schweine. Kann ich ja hier nicht einstellen. Hat jetzt.
mit einem silbernen Vizekumpel. Naja. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Aber hier unten. Okay, wie auch immer da drin gekommen seid, läuft bei euch, Freunde. Doch, dort in der Grobenholz. Was? Hölle. Was ist das für ein Grobenholz? Oh, Holz! Dann nehmen wir doch da was mit. Nämlich letztes Mal nochmal spielen und deswegen. Okay. Und mal klein eine Runde. So. Achso, was wir machen ist eine Spitzhacke. So. Hallo? Halt mal, das kann dort rein, die Spitzhacke brauchen wir, oder? Die Frage ist, aus der Anstellung kann man. Nee. Noch rum. Irgendwo. Hallo? Jemand da? So ein Boot wollte ich mir bauen, ne? Wir müssen ja übers große Wasser. Könnte das denn jetzt dauert? Wäre ein Boot gar nicht mehr so schlecht. Sieht schon geil aus mit dem Mangroven. Hab ich noch nie gesehen. Das erste Mal, dass ich in den Mangroven bin. Ich hab die zwar gesehen im Vorfahrbild da, aber ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Da war ich 18 draußen. Hab ich das letzte Mal gespielt. Schauen. Okay. So. Dann wird mal groß geworden. Okay. Das sind dann wohl die neuen Sumpfgebiete, würde ich behaupten. Oh! Das ist aber ein schicker Berg hier. Sieht doch fast so aus, als könnte man. Stocken Sie. Okay. Dick. Hier sieht alles aus wie. Es ist einfacher an Bäume ranzukommen. Ich will nämlich gleich die. Ich muss so gleich mal die Nase putzen. Zack. Scheiß Schnüppel. Nehmen wir irgendwann mit. So, ich wollte mit dem Trottel. Was ist das? Ach, eine Koralle, oder? Sieht aus wie eine Koralle. Ja, das ist gut. Hey, Moment.
Süßen. Das ist gut. Kakteen habe ich jetzt mit. Wir nehmen trotzdem mal den mit hier. Bums. Umso mehr man hat zum Start, ne? Umso besser ist das. Ich würde dort oben die Dingsbäume mitnehmen. Dann können wir uns leichter holen. Das würde ich auch gleich mitnehmen, ja. Grobe Erde, okay. Hier, wenn wir dann hier einen Wohnraum gefunden haben, können wir den anfangen. Aber erst rumrennen und suchen und hast nicht gesehen. Wird doch schön, wenn wir uns Setzling runterschmeißen. Bitte. Okay. Ah, da ist er. Ja, schön. Stein. Eigentlich wollte ich ja an dem. Das ist auch schon. Weil ich. Geht gar nicht los. Ach, jetzt wo ich sage, ne? Eigentlich wollte ich ja an dem Dorf anfangen. So wie immer, aber ich habe mir jetzt mal so überlegt. Eigentlich suchen wir uns einfach mal eine kleine, einen geilen Spot halt. Ohne Dorf, das ist, starte ich immer direkt an den, also starte ich, baue ich mir mal ein Dorf aus. Ich sitze halt so dort. Au. Besser. So, schauen wir mal. So, was ist denn? Ich will ja erstmal die Spitzhacke wegklippeln mit Stein. Dann bauen wir uns Steinwerkzeuge. Und dann verlassen wir die Gefilde. Gut, dass wir zum Anfang schon Brot haben. Da geht es uns nicht allzu schlecht. Wahrscheinlich gerne mit einer Kiste mitnehmen. So, auf jeden Fall so was Helles, so ein Dammerbiom, das in den Ort immer noch gibt, also mit hellem Gras, schön ein bisschen bergig, Regen, jetzt schütteln wir mal. So. Einstellen, weil die letzte Aufnahme ist doch schon sehr lang.
Monate. So, dieses Jahr habe ich noch gar nicht rausgehauen. So, und da ist die Spitzhacke zu Bruch gegangen. Zu. Ach. Okay. So. Metal. Wackel. So, zacki. Vor Spitzhacken. Nummer 3 Stück. So, Äxte, 3 Stück. Ja, ich weiß, man kann das auch gleich einstellen, aber so. Dann machen wir das immer zu Brot. Und dann ist unser Inventar schon übelst voll. Na klar. Das bedeutet, wir müssen gegen Plätschen. Die Sonne geht unter, wir gehen pennen. Dann ist es auch los. Auf geht's. Gute Nacht. So. Moment. Das nehmen wir mit. Und auf geht's. Ab ins große Wasser. Schnuppen ist echt was für ein Arsch. Überhaupt krank sein. Ich verstehe nicht, was die Natur sich so gedacht hat. Oh, Digga. Die peinigen die Lebewesen dieses Planeten einfach mal mit Krankheiten. Sieht aber schon cool aus, ne? Wenn du mal überlegst, wie wir angefangen haben früher, da war hier gar nichts los. War alles leer. Ich glaube, das sind wir entweder gerade abgeschossen oder auf so einem Lava-Block, hier so ein Magma-Block, gestoßen. Dann sieht das krass aus. Was ist das? Ach so. Oh, kleine Info. Was ist das? Noch eine kleine Insel oder ist das vielleicht ein Schiff? Nee, ist eine kleine Insel. Alles klar. Kommen so. Gibt's überhaupt mal solche Schiffe, solche Schiffwracks, wo du Dinge finden kannst? Sieht schon krass aus. Die habe ich auch noch nie gesehen, diese Deko. Die war noch ein Landstrich. Was auch geil wäre, ist halt so eine Unterwasserwelt, also so ein Bunker, so ein Unterwasserbunker, so Subnautica. Hat sie hier eigentlich gemacht? Also, ne? Aber mal eine Überlegung. Das sieht aus wie. Schauen wir uns dort da hin. Wie willst du das Loch? Sieht zumindest so aus wie ein Loch, aber scheint keins zu sein. Was wir auch mitnehmen, wäre eigentlich so ein Stack auf Sand. Obwohl eigentlich können wir sowieso nicht aufnehmen. Weil wir verpackt sind mit schönen Sachen. Nehmen wir lieber Sand. Scheint auch bis so ein größerer Strand, Insel, Gedönsel zu sein. Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt die Hoffnung, dass wir vielleicht
Doch, irgendwas. Dorfordentliches finden. Okay, da ist. Das. Ich glaube, wir machen. So, ja, da tut sich schon wieder das nächste. Okay. Sieht auch aus wie Wüste. Beziehungsweise wie. Ja, Wüste halt. Oh, da ist ein Monument. Der ist da. Könnte eventuell ein Brunnen sein für ein Dorf. Aber auch das so. Der Ort, das mal so einfach so, dass so eine Wüste so ein Ding rumsteht. Haben wir mal. Fühlt man auch noch nicht hier eine Insel? Haben wir Magma Blöcke? Ja, das ist doch kein Dorf. Das ist bloß so ein Wüstenmonument. Schade. Ich hatte gerade Hoffnung, aber hey. Boah, das ist alles Wüste, das ist nicht alles Wüste, sag mal. So. Das ist nicht geil. Und jetzt ist die Musik wieder. Käme er drüber, okay. Schön. Ich würde sagen. Alles andere machen wir dann in der nächsten Folge. Ist schon 28. Boah, hier geht's runter. Scheint hier so eins von den Wassergräben Dingern zu sein. Ich sehe erstmal nichts hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein und bis zum Ciao.